Franziska Augstein war bei Sarah Wagenknecht zu Gast und die beiden haben sich die Frage gestellt, wie souverän ist eigentlich die deutsche Außenpolitik von den USA? Das ist eine sehr interessante Frage, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Wir steigen beim Interview ungefähr in der Mitte ein, da wir die erste Hälfte ja schon teilweise gesehen hatten. Also schauen wir uns jetzt die zweite Hälfte an. Also zumindest hatte ich bei der ersten Hälfte schon mal reingeschaut. Ein kurzes Wort zu mir selbst. Ich bin selbst sein Parteimitglied des BSW, sympathisiere aber sehr mit dieser Partei und hoffe, dass sie möglichst erfolgreich wird. Und ich finde gerade die Außenpolitik des BSW sehr, sehr gut. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass Sarah Wagenknecht auf ihrem Kanal dieses Format Wer trifft hat, wo sie sich mit anderen Menschen trifft. Das ist wirklich schön. Das ist hier unter Videos auf ihrem Kanal zu finden, kann ich nochmal zeigen. Das ist ja auch dieser Punkt Meinungsfreiheit. Also dass Wagenknecht sich hier gerne mit, also dass sich hier mit Menschen trifft, die gerne versucht werden, wegzucanceln, wie beispielsweise ein Boris Palmer oder ein Jan-Josef Liefers, gegen den während Corona ziemlich heftig geschossen wurde. Also das finde ich wirklich gut, dass Wagenknecht hier Menschen trifft, die ja in der Öffentlichkeit, gegen die in der Öffentlichkeit häufig sehr doll geschossen wird. Und das zeigt auch, dass das BSW sich wahrlich für Meinungsfreiheit und für offenen Diskurs einsetzt. Also deswegen finde ich dieses Format hier sehr unterstützenswert. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Franziska Augstein und Sarah Wagenknecht im zweiten Teil ihrer Diskussion über ja, amerikanische Wünsche bezüglich auf Europa zu sagen haben. Und insofern, das ist meine Grundvoraussetzung, dass wir Deutschen dazu neigen, uns nach den amerikanischen Wünschen zu richten, das liegt daran, dass wir jahrzehntelang gezwungen waren. Kein Friedensvertrag, keine echte Souveränität. Das hängt auch damit zusammen, dass wir tatsächlich Angst hatten. Also Adenauer hat wirklich ja. Ja, absolut richtig. Also meine echte Souveränität. Franziska Augstein sagt es hier, der BND, das wissen viele gar nicht, der war mal, als er gegründet wurde, da hieß er noch Organisation Gehlen und da war er eine Unterabteilung der CIA. Rainer Gehlen, das war ein Geheimdienstoffizier von den Nazis, der den Geheimdienst Fremde Heere Ost geführt hat, sich dort mit Auslandsaufklärung über die Sowjetunion beschäftigt hat. Und der hat sich dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs den Amerikanern angeboten, hey, ich habe schon vorher gegen die Sowjetunion spioniert, für Nazi-Deutschland, jetzt könnte ich für euch spionieren. Und so wurde die Organisation Gehlen gegründet, eine Unterabteilung der CIA. Die wurde dann später in Bundesnachrichtendienst umbenannt. Also keine echte Souveränität, das meint sogar wirklich deutsche Geheimdienststrukturen. Das war sogar ganz offiziell. Das meint jetzt nicht nur alliierte Besatzungstruppen oder irgendwelche Verträge, die geschlossen wurden. Das war nicht irgendwie reine Rhetorik von Adenauer, der hat den Russen den Iwan am Rhein stehen sehen, wenn nicht die lieben Freunde aus den USA ordentlich Soldaten hier stationieren und die lieben Briten auch und die Franzosen, naja, sowieso, wenn auch nur zum Teil. Und also diese Mischung aus Furcht und so natürlicher Abhängigkeit, das ist etwas, woran man sich wohl gewöhnen kann, nicht? Dass man das dann fortgesetzt hat. Das ist vielleicht eine Art von Gedankenfaulheit. Es war ja auch sehr bequem. Und man hat auch sehr schnell immer aus Washington zu spüren bekommen, wenn man mal etwas tat, was nicht ganz dem entsprach, was das State Department und die Regierung sich wünschten. Das hat, wie gesagt, wir hatten ja Genscher schon erwähnt, nicht? Der hat ordentlich eins auf den Deckel bekommen. Das heißt, einfach so sagen Leute, nein, das wollen wir nicht. Das wäre nicht gegangen, ja? Und auch die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt, das musste ganz, ganz vorsichtig eingeschult werden. Der bloße Umstand, dass Deutsche mit Leuten im Kreml reden wollten, ohne sozusagen über die Bischöfe in Washington das zu machen, das wurde höchst argwöhnisch betrachtet. Und deswegen sind sind sie in beide Seiten, haben sie die Fühler ausgestreckt und sind hin und her gereist. Den Amerikanern immer erklären, wir machen doch gar nichts gegen euch, wir wollen doch nur Passierscheinabkommen oder wir wollen Reiseerleichterung. So, ja. Ja, so ist das halt, wenn man Teil des amerikanischen Großraums ist. Also das Gleiche galt ja für die DDR, die Teil des sowjetischen Großraums war. Die musste natürlich sich auch in der Sowjetunion ihr Okay holen, wenn sie irgendwelche Abkommen mit dem Westen schließen wollte. Das ist nun mal so. Daher, bis zum gewissen Grad habe ich Verständnis dafür, dass die Deutschen sich immer als Amerika-hörig gezeigt haben. Aber inzwischen finde ich, ist diese Zeit vorbei.
jetzt könnte man tatsächlich mal die nationalen Interessen bedenken. Und sie beklagen zu Recht, dass wir das nicht tun. Und Henry Kissinger, der sich ja für die deutschen Verhältnisse interessiert hat, der hat, wenn er meinen Vater getroffen hat, sich immer nur gewundert: Rudolf, national interest, you must be interested in national interest. Ich war einmal dabei, da hat er das genauso gesagt. Er sprach da schon lieber Englisch als Deutsch. Und das ist bei uns eine, ich weiß nicht, also was die Gegenwart angeht, würde ich die Vermutung wagen, dass tatsächlich da die Überzeugung herrscht. Das hat sich alles aufgeschaukelt und jetzt leben wir mit allem, was notwendig ist, um einen Krieg ganz fürchterlich in den Sand zu setzen. Wir verteufeln den Gegner und zwar bis in die jüngsten Tage seiner Kindheit. Putin war eigentlich immer schon ein Dämon, Teufel, zweiter Hitler. Wir haben alles vergessen, was wir historisch gelernt haben sollten. Dazu ein Beispiel, was Churchill zum Beispiel in den Adern gesessen hat. Er wäre nicht im Schlaf auf die Idee gekommen, das zu missachten. Man muss bei großen Mächten immer darauf achten, was deren berechtigte Sicherheitsinteressen sind. Und man muss auch mit denen entsprechend umgehen. Das hat keinen Sinn, wie die Amerikaner. Ja, das, das war eigentlich auf allen Seiten immer Konsens, dass man die Interessen der anderen achten muss, solange es noch eine bipolare Welt war. Die USA haben bestimmte Grenzen, die die Sowjetunion für wichtig achtete, nicht übertreten. Die USA haben beispielsweise den Volksaufstand in Ungarn 1956 nicht unterstützt. Die USA haben es zugelassen, dass die Sowjetunion in ihrem Machtbereich Aufstände niederschlägt und die Sowjetunion hat es zugelassen, dass die USA das gleiche in ihrem Machtbereich tun. Beispielsweise die Unterstützung der USA der pro-westlichen Kräfte im türkischen Bürgerkrieg oder im griechischen Bürgerkrieg, beides Ende der 40er. Oder die zahlreichen amerikanischen Interventionen in Staaten in Lateinamerika. All das hat die Sowjetunion immer zugelassen, ohne da groß einzugreifen. Eben weil man die Sicherheitsinteressen der anderen Seite achten musste. Also die Sowjetunion hatte auch einmal versucht, Raketen in Kuba zu stationieren. Das führte zur Kuba-Krise. Die Sowjetunion hat sich bereit erklärt, diese Raketen wieder abzuziehen, weil es halt brandgefährlich für die USA war, weil es ihren nationalen Sicherheitsinteressen widersprach, dass direkt vor der amerikanischen Küste Atomwaffen stationiert waren. Diese Atomwaffen, die wollte man lieber in Europa stationiert sehen und nicht, nicht in Amerika. Das es ist nun mal so, dass Großmächte ihre Interessen vertreten und notfalls bereit sind, Krieg als Mittel einzusetzen. Wenn man einen großen Krieg verhindern will, dann muss man halt die Interessen des anderen gewissermaßen achten. Amerikaner, das in den 90er Jahren systematisch angefangen haben, die Russen immerzu zu demütigen. Was will man damit erreichen? Das, was wir jetzt haben, nicht? Und Worldwide Dominance. Also Russland sollte letztlich nicht unbedingt gedemütigt werden, das war nicht das Ziel, das war ein Nebeneffekt, aber Russland sollte in eine Position gebracht werden, wo es sich nur noch unterwerfen konnte, wo es sich mit der amerikanischen Hegemonie zufrieden geben konnte und wo es nichts mehr sagen konnte. Und Putin hat gesagt, nein, wir haben doch noch rote Linien, wir wehren uns. Das hat er 2008 in Georgien gezeigt, wo Georgien Südossetien angegriffen hat. Das hat er 2014 in der Ukraine gezeigt, als der Westen einen Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung von Viktor Janukowitsch unterstützt hat. Da hat Putin gesagt, so, die Krim, die gehört jetzt uns und wir unterstützen die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Donbass. Und das hat Russland dann 2022 mit der Invasion in der Ukraine nochmal gezeigt, dass Russland eben bereit ist, dem Westen rote Linien aufzuzeigen. Weil der Westen nicht bereit war, die russischen Sicherheitsinteressen zu achten. Das ist eben die Folge. Wenn man die Sicherheitsinteressen des anderen nicht achtet, dann gibt es Krieg. Das Dritte ist, dass man sich keine Gedanken über die Zukunft macht. Ich meine, jetzt mal völlig beiseite gelassen, wie dieser Krieg gewinnen wird, aber ich denke, wir wissen, dass die Ukraine nicht gewinnen wird, ist es so, was soll denn dann werden? Dann haben wir einen Erzfeind an unserer östlichen Seite, die Europäische Union, die armen Polen und alle anderen, haben da dann jemanden sitzen, wo man mit dem, also nicht nur, dass das unglaubliche Aufrüstungsgelder kostet, weil man die Grenzen dann mit Atomwaffen bewacht. Aufrüstungsgelder wäre ja noch die mildere Option. Was ist, wenn andere Stellvertreterkriege ausbrechen? Im Kaukasus, in Serbien, Kosovo, in Moldawien. Also es gäbe so viele Ecken, wo Stellvertreterkriege aufbrechen können, wenn Russland jetzt auf ewig unser Erzfeind wäre. Also das wäre sowohl für Russland als auch für uns EU-Bürger eine absolute Katastrophe, wenn sowas zu einem Dauerzustand würde, was wir jetzt in der Ukraine sehen. Für die USA wäre das ein Traumszenario. Die amerikanische Waffenindustrie verdient Geld und die USA kriegen Europa so dauerhaft gespalten. Schaffen es so, dass deutsche Technologie von russischen Rohstoffen getrennt bleibt.
bewachen muss und alles. Handelsbeziehungen werden besser. Wie will man dem Klima ein bisschen auf die Sprünge helfen zur Verbesserung, wenn man nichts anderes sieht als den Feind Russland? Das ist einfach in einer Art und Weise blind. Aber es ist eben auch wirtschaftlich, muss man sagen, natürlich auch im Interesse der Vereinigten Staaten. Also sie haben ja immer diese Verbindung, also Europa, europäische Technologie, russische Rohstoffe, russische Energie. Das haben sie immer als Bedrohung wahrgenommen. Also dass wir uns jetzt davon abschneiden, bedeutet ja auch, man sieht das ja auch schon in den Zahlen, der Abstieg Europas hat sich beschleunigt. Also wir haben immer weniger Anteil am Welthandel, immer weniger Anteil an der Weltwirtschaft. Wir haben hier, während die USA eben mit sehr, sehr viel auch auf Pump mit sehr, sehr viel Schulden ihre Wirtschaft hochziehen, versuchen eine Reindustrialisierung hinzubekommen, geht es bei uns und vor allen Dingen auch in Deutschland, ist eigentlich unsere Industrie bedroht. Und ja, die USA legen Inflation Reduction Act auf, während wir Deutschen hier die Energiepreise explodieren lassen, den Binnenkonsum abschmieren lassen und uns gleichzeitig an unsere Schuldenbremse halten. Also die USA betreiben schuldenfinanzierte Industriepolitik, wir Deutschen, wir müssen uns an die Schuldenbremse halten. Also fast so, als würde die Bundesregierung Deutschland deindustrialisieren, damit die Industrie dann in die USA abwandern kann. Fast so, als würde unsere Regierung eher amerikanische als deutsche Interessen vertreten. Und das ist eben auch so das Absurde, dass eine Regierung eine sehenden Auges eine Politik macht, die die eigene Wirtschaft schädigt. Und was ich wirklich auch erstaunlich finde, ist auch, ich meine, wir haben ja Wirtschaftsfürsten, die normalerweise, wenn es irgendwie dagegen geht, ihre Steuern zu beklagen, immer sehr, sehr laut sind. Diese Politik wird kaum angefeindet, weil man sich das offenbar nicht traut, weil es medial auch, dann kriegt man einen Shitstorm, das ist ja scheinbar auch für Manager jetzt ein Problem, dann sagen sie lieber nichts. Und wir sind natürlich auch in bestimmten Ebenen, auf bestimmten Feldern extrem abhängig. Also wir sind zum Beispiel eine digitale Kolonie der Vereinigten Staaten. Also unsere ganze digitale Infrastruktur, die ja ganz zentral ist. Also nichts läuft ja heutzutage ohne digitale Software, ohne digitale Netze. Das ist komplett von US-Unternehmen bereitgestellt. Ja, und Huawei wird dann noch ausgeschlossen. Also, dass wir Europäer keine eigene Digitalindustrie haben, ist ja schon mal das größte Desaster. Aber dass wir dann noch den Wettbewerb, den es in diesem Sektor gibt, weil China es halt geschafft hat, hier große eigene Digitalkonzerne aufzubauen, dass wir diesen Wettbewerb dann ablehnen und einseitig auf die Amerikaner setzen. Was ist dann die nächste politische Fehlleistung, die zuallererst uns schadet und uns noch abhängiger von den USA macht? Immer mehr eigentlich. Also wir haben ja sogar das Bestreben aufgegeben, auch bei Autos eine eigene Software zu entwickeln. Es wird alles auf den US-Plattformen programmiert. Das heißt, wenn die den Schalter umlegen, würde hier nichts mehr funktionieren. Die Algorithmen, die sozialen Medien, das steuern wir nicht selber. Und das halte ich für ganz bedrohlich, weil natürlich das auch wiederum Politik beeinflusst. Also wenn ein Politiker jetzt oder auch eine Partei, eine politische Richtung deutlich sich gegen die Vereinigten Staaten, zumindest in dem Sinne positioniert, dass er sagt, wir müssen unsere Interessen sehen, könnte er natürlich da auch sehr unter Druck geraten. Ja, aber was das Digitale angeht, das sind ja Privatkonzerne. Das sind zwar amerikanische Privatkonzerne, aber es ist nicht die Regierung. Und aber schon sehr. Ja, die sind sehr, sehr eng verflochten. Also schaut euch mal einen Mann wie Peter Thiel an, der sowohl an Demokraten als auch Republikaner sehr, sehr viel Geld spendet, der Chef von Palantir, der auch bei anderen Digitalkonzernen mit investiert hat. Eng verflochten, weil das die muss Regierung man dann erst mal den Rücken frei hält. Das ist alles richtig, das muss man aber zeigen. Mhm. Ich finde noch ein schlagenderes Beispiel, ehrlich gesagt, den Energiesektor. Ja, Den machen wir das, war, das war, also das ist ein Treppenwitz der Geschichte eigentlich. Also wir sagen, das russische Gas ist amoralisch, das können wir nicht mehr beziehen. Jetzt kriegen wir zwar immer noch russisches Gas und zahlen teurer dafür, aber die Länder, von denen wir es kaufen, sind nicht Russland. Und wir haben stattdessen. Ja, und dadurch, dass wir jetzt für das Gas mehr zahlen, ist amerikanisches Fracking-Gas plötzlich wettbewerbsfähig. Halleluja. Das heißt, die ganzen Firmen, die in den USA mit enormen Schulden hochgezogen wurden und eine enorm teure und umweltschädliche Technologie dort über Jahre betrieben haben, ohne Profite zu machen, die machen jetzt fette Profite, weil sie ihr Gas hier nach Europa verkaufen können. Also wir Europäer finanzieren gerade den USA ihren Fracking-Boom, den sie die letzten 10 Jahre schon erlebt haben und den sie dann noch mit Schulden finanziert haben. Wenn der Gaspreis nicht gestiegen wäre, dann wären diese ganzen Fracking-Firmen nach und nach pleite gegangen und das wäre für die USA nicht gut gewesen. Große Mengen unseres Verbrauchs beziehen wir in Gestalt von Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten, das natürlich nochmal extra teurer wird.
Und der Bundesrechnungshof hat neulich schon festgestellt, es wird zu teuer und unsere Abhängigkeit, das vor allem, teuer sowieso, die Abhängigkeit von Flüssiggas sei besorgniserregend. Also die ist ja auch extrem. Ja. Wir haben ja keine langfristigen Verträge und Biden hat ja gerade gesagt, dass wir keine langfristigen Verträge haben, das ist übrigens gewollt. Das hat die EU-Kommission durch ihre Gasreform so beschlossen. Das war noch die Kommission unter Juncker. Da hat Juncker gesagt, also die EU-Kommission unter Juncker gesagt, ja, Gas wird jetzt an der Börse gehandelt. Wir hatten da vorher langfristige Verträge, aber langfristige Verträge ist blöd. Wir brauchen Markt und Wettbewerb. Wir müssen Gas jetzt an der Börse handeln. Was ist passiert? An der Börse wurde natürlich jedem ganz viel spekuliert. Wenn an der Börse gehandelt wird, dann werden da Finanzprodukte aufgelegt, dann gehen da Player mit sehr viel Geld rein und dann explodieren nun mal die Preise. Ist überall so, bei allen Rohstoffen, die an der Börse gehandelt werden. Dann stehen Spekulationsblasen und das ist auch beim Gas passiert. Entsprechend sind die Gaspreise dann deutlich gestiegen. Und ja, dadurch ist amerikanisches Fracking-Gas erst wettbewerbsfähig geworden. Und diese Preisexplosion, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist natürlich darauf zurückzuführen, dass weniger russisches Gas zu uns kommt, beziehungsweise das Gas über Umwege zu uns kommt, was es teurer macht, aber eben auch auf Börsenspekulationen. Es ist alles nicht mal reale Nachfrageknappheit, sondern das ist zu einem Gutteil auf Börsenspekulation. Also das hat schon die Kommission unter Juncker quasi amerikanische Politik umgesetzt. Die USA wollten hohe Gaspreise, damit ihr Gas hier wettbewerbsfähig wird. Die Kommission Juncker hat diesen Börsenhandel eröffnet und damit die Gaspreise in die Höhe getrieben. Kapazität, Ausbau den USA, das müssen sie ein bisschen stoppen, weil sie natürlich auch ein Interesse haben, dass die Preislage in Europa deutlich höher bleibt als in den USA. Also wenn die jetzt die Kapazitäten so massiv ausbauen würden, dass dann auch der Preis auf dem Weltmarkt deutlich fällt, wäre ja gar nicht in ihrem Interesse, sondern sie werden sehr genau gucken. Das ist ja wieder Industriepolitik, Energie in den USA viel billiger zu halten als in Europa. Und wir haben uns jetzt dem ausgeliefert. Und es wurde halt immer gesagt, wir dürfen nicht mehr abhängig sein von Russland, aber dafür haben wir jetzt eine neue Abhängigkeit. Und dass die Vereinigten Staaten erpressen können, haben sie gezeigt. Mir ist neulich etwas erzählt worden, als 2000 der Internationale Strafgerichtshof Fahrt aufnahm und einige Länder beitreten wollten, also vom Baltikum, Polen auch. Da hat man angerufen bei denen, also bei den Zuständigen, und hat denen mitgeteilt, von Seiten, also die Vereinigten Staaten haben mitgeteilt, wenn ihr da Mitglied werdet, dann werden wir verhindern, dass ihr Mitglied der NATO werdet. Und das ist in Brüssel bekannt geworden, also nicht allgemein bekannt, sondern so in einem ganz kleinen Kreis ist das bekannt geworden. Dann ist also jemand zu Prodi gegangen und hat ihm das erzählt. Und dann hat Prodi ein Telefonat mit Washington geführt. Das konnte man auf dem Flur noch hören, was er da gesagt hat. Das war einmal, wo europäische Interessen durchgesetzt werden konnten. Denn daraufhin durften diese Länder beides, Internationalen Strafgerichtshof mitmachen und in die NATO eintreten. Aber diese direkte Einflussnahme und direkte Erpressung, das machen die Vereinigten Staaten gern und darin haben sie auch eine Tradition. Mittlerweile auch die EU, die sich zu einem Instrument amerikanischer Geopolitik gemacht hat. Der EU-Erweiterungskommissar, der ist vor kurzem nach Georgien gereist, wo ja gerade auch westliche NGOs Stimmung gegen die dortige Regierung machen, weil sie dieses ausländische Agentengesetz beschlossen hat, was in den USA auch schon in vergleichbarer Form gab, was also quasi nur aus den USA abgeschrieben wurde. Aber Georgien, die Regierung, die ist ja souverän, das heißt, die darf solche Gesetze nicht erlassen. Da wurde ganz viel Stimmung gemacht. Und der EU-Erweiterungskommissar, der hat zum georgischen Regierungschef gesagt, ja, also überlegt euch das doch mal mit eurem Gesetz hier. Denkt dran, was Fico passiert ist. Fico ist der Regierungschef der Slowakei, auf den Attentat verübt wurde. Von einem Attentäter, der ein ukrainischer Nationalist war. Und Fico war ein Politiker, der auf einer ukrainischen Todesliste stand. Ist auch ein interessanter Zusammenhang. Aber das ist die Art und Weise, wie EU-Politiker mit anderen Regierungen reden. Also westliche Außenpolitik, sowohl von Vereinigten Staaten als auch von ihrem Anhängsel, nämlich der EU, ist mittlerweile nichts anderes. Also das sind Mafia-Methoden. Das ist offizielle westliche Außenpolitik. Und das haben sie mit den Briten auch schon gemacht. Und mit den Deutschen auch. Es ist übrigens ganz interessant, dass die Briten in ihrem, als das Empire noch so ein ganz bisschen, so, also das Commonwealth, wie es dann genannt wurde, noch so ein bisschen zuckte, ja, die wurden ohne Ende immerzu wirtschaftlich erpresst. Und das, was jetzt davon übrig ist, das ist natürlich dann eine Gefolgschaft, die in Jahrzehnten eingeübt wurde, weil jetzt haben sie es immerhin geschafft und ich denke, das wollen unsere Deutschen auch.
oder möchten es sich einbilden oder bilden es sich ein, sie haben diese Special Relationship zwischen Britannien und den Vereinigten Staaten besteht darin, dass man genau das die Politik betreibt, die die Vereinigten Staaten sich wünschen, aber das Gefühl hat, dass man es will. Ja? Ja, das ist das Schlimme dabei. Also, dass sie offenbar wirklich auch, ob sie es wirklich denken, weiß ich nicht, aber zumindest... Also Tony Blair, das religiös verklärte Gesicht, wie er da den Krieg gegen den Irak mitgetragen hat, aufgrund der Lüge, dass es Massenvernichtungswaffen dort gäbe, also so ein guter Schauspieler war er nicht. Aber ich meine, zumindest hat der Irakkrieg auch nochmal gezeigt, wenn die deutsche Politik will, kann sie sich dem auch zumindest ansatzweise verweigern. Also wir haben zwar logistische Unterstützung geleistet, also ganz raus waren wir nicht, aber immerhin, ich finde, das bleibt schon ein Verdienst von Gerhard Schröder, dass er da Nein gesagt hat. In Afghanistan hat er sich nicht verweigert. Also davon, dass Deutschland nicht mitgemacht hat, hat der Irakkrieg trotzdem stattgefunden. Bei Ukraine und Nahost sieht es jetzt anders aus. Da sähe es ohne deutsche Waffenlieferungen schlechter aus. Da spielt Deutschland eine wichtigere Rolle als damals im Irak. Wo Deutschland ja, wie Wagenknecht gerade völlig richtig gesagt hat, ja auch logistisch unterstützt hat. Deutschland war ja nicht gegen diesen Krieg. Deutschland wollte nur keine eigenen Soldaten schicken. Also das war ja schon das an Mut, was die deutsche Regierung damals aufgebracht hat. Mehr war da ja auch nicht drin. Das ist wirklich ein bleibendes Verdienst und man muss aber sagen, er hat in seiner Partei auch Leute gehabt, die es so ähnlich sahen wie er, die nur vielleicht nicht den Mumm gehabt hätten. Und der Scholz, der ist eigentlich auch, also Bewunderer von Helmut Schmidt, der ist eigentlich auch ein Entspannungspolitiker, der Neigung nach. Früher mal gewesen. Ja, ich sag der Neigung nach, nur er zeigt es nicht mehr. Er wird ja auch von den Medien sehr vor sich her getrieben, dann von den Koalitionären. Da hart bleiben, das braucht bestimmte charakterliche Anforderungen, die nicht nur dann positive Auswirkungen haben, ja. Aber das kann nicht jeder. Frau Augstein, wir haben noch 5 Minuten Sendezeit. Was, so viel? Und mich würde so unglaublich interessieren, wie könnte denn die Perspektive... Interessant, dass hier so eine... Obwohl, man hat tatsächlich noch 7 Minuten, wie ich gerade sehe. Tiefer aussehen. Die Gespräche, das sage ich auf jeden Fall als Fan davon, die können gerne länger gehen. Das sind wirklich interessante Gespräche, die auf dem Kanal immer stattfinden. Nachdem, worüber Sie jetzt gesprochen haben, was, wenn Sie etwas entwerfen würden, Sie beiden, die Zeit nach Biden oder vielleicht wird es ja auch Trump, ich weiß es nicht, wie könnte die Perspektive mit Russland und den Amerikanern, die Beziehung zu den Amerikanern aussehen, eine andere Beziehung, und was hätte das für Folgen für die Beziehung zu Russland? Wollen wir uns mal kurz absprechen? Ich habe was Negatives zu sagen. Haben Sie ein rosanere Zukunft? Machen Sie erst mal das Negative. Dachte ich auch, dass das besser ist. Also ich denke jetzt mal aus Sicht der Europäischen Union, weil wir haben ja sehr viele unserer Souveränitätsrechte an die Europäische Union abgegeben, was ein Verfassungsproblem eigener Art ist. Die Europäische Union war mal in dem Zustand, dass man Hoffnung haben konnte, dass das tatsächlich ein Machtzentrum wird. Churchill übrigens hat sich das auch so vorgestellt. Der hat nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, es muss 3 große Zentren geben. Er war nicht so, die anderen Länder so auf fremden Kontinenten, dazu war er zu traditionell, zu konservativ. Dass die was zu sagen haben würden, konnte er durch China, konnte er sich nicht vorstellen. Auf der einen Seite die großen Vereinigten Staaten, so, und dann hier das britische Empire von mir aus oder von ihm aus, auch wenn es denn sein soll, sollen die anderen es Commonwealth nennen, ich nenne es Empire, und hier Europa. Und Europa muss einig sein, sagte er. Wenn Europa einig ist, dann haben wir diese 3 Machtzentren. Und die zu dritt werden schönen Frieden auf der Welt schaffen und dafür sorgen, dass weltweiter Handel getrieben wird. Das war eine Idee und das sah in den 90er Jahren noch, Anfang der 2000er Jahre so aus, als könnte Europa sich in diese Richtung entwickeln. Ich sehe inzwischen schwarz. Wir haben gut genug zu tun mit den Mitgliedstaaten, die es jetzt gibt und den Streitereien, die es gibt. Wenn das jetzt aus rein politischen Gründen und um einfach abzusahnen und zu verhindern, dass andere Mächte möglicherweise Einfluss auf solche Staaten gewinnen, also wenn wir jetzt jeden in die Europäische Union reinholen, ob die geeignet sind oder nicht, nur aus geopolitischen Erwägungen, dann ist die Europäische Union vielleicht noch existent, aber ideal, also nicht ideal, tatsächlich tot.
Also die Osterweiterung der Europäischen Union war ja geopolitischen Gründen, hat sie gerade gesagt. Das ist sehr interessant. Die Frage ist, in wessen geopolitischen Interesse sind Erweiterungen? Und dass die EU heterogener wird, dass da viele unterschiedliche Länder beitreten, das ist ja eigentlich nicht in unserem geopolitischen Interesse. Wir haben ein Interesse einer eher einheitlichen Europäischen Union, die sich schnell auf eine konsistente Außenpolitik einigen kann. Wenn da sehr viele verschiedene Staaten drin sind, da kann sich das ganze Gebilde nicht einigen und da wird die gemeinsame Außenpolitik eher gelähmt. Und die Osteuropäer, wo viele Staaten sehr, sehr stark transatlantisch sind, sehr viel amerikafreundlicher als beispielsweise westeuropäische Staaten wie Frankreich, die ja traditionell eher amerikaskeptisch waren, da haben die USA natürlich ein Interesse, dass diese Länder der EU beitreten. So ähnlich hätten die USA auch Interesse an einem EU-Beitritt der Ukraine. Oder also in der Vergangenheit hatten die USA auch immer Interesse an einem EU-Beitritt der Türkei und die USA waren auch gegen den Brexit. Denn der Brexit hat dafür gesorgt, dass die EU homogener wurde. Dass ein Land, das immer eine eigene Meinung vertreten hatte, das immer eher gegen europäische Einigung war, das vor allem auf wirtschaftlicher Ebene immer gegen die Südeuropäer gearbeitet hat, das sich da immer gegen gemeinsame gegen eine gemeinsame Politik ausgesprochen hat, nämlich Großbritannien und was sehr, sehr stark transatlantisch war, dass das mit dem Brexit draußen war. Deswegen fanden die USA das gar nicht so gut, dass Großbritannien da ausgetreten ist. Tatsächlich ein Weg, den amerikanischen Einfluss in Europa massiv auszubauen. Also ich meine, de Gaulle damals wollte ja die Briten nicht dabei haben, weil er immer gesagt hat, die Briten sind zu sehr der Einflussposten der Amerikaner. Deswegen wollte er ja eigentlich Großbritannien immer raushalten aus der, damals war es ja noch die EG, also aus den europäischen Integrationsbemühungen. Und über Osteuropa hat sich ja jetzt, also haben sich ja die Verhältnisse völlig verändert. Also dadurch ist tatsächlich so diese Achse Deutschland-Frankreich geschwächt, dann hat auch die deutsche Politik, ich würde sagen, das war auch ein großes Versagen. Am Anfang, als der Ukraine-Krieg anfing, hat Frankreich ja noch versucht, ein bisschen, also hat, muss man ja sagen, Macron auch noch versucht, so diese alte gaullistische Tradition aufrechtzuerhalten, hat ja auch Deutschland mehrfach versucht, Angebote zu machen. Und das ist ja auf taube Ohren gestoßen, dann ist er irgendwann völlig abgedriftet. Wenn ich jetzt eine positive, also ich sehe zurzeit wirklich die Gefahren viel, viel größer als die Chance auf eine positive Lösung. Aber wenn es uns irgendwie trotzdem gelingt, dass wir nicht in einen großen Krieg hineintaumeln in Europa, wenn wir irgendwie es schaffen, aus dieser Konfrontation wieder herauszukommen, dann wäre natürlich die Idee, dass Länder wie Deutschland und Frankreich sich stärker wieder auch auf einen gemeinsamen Nenner besinnen und tatsächlich auch so ein bisschen der Kern eines Europas werden, das sich auf die eigenen Interessen konzentriert. Und wir vor allem vermeiden, und das ist wirklich ganz gefährlich, je stärker die Konfrontation mit Russland, desto größer die Gefahr, dass auch in Russland sehr aggressive, nationalistische, militaristische Kräfte an die Macht kommen. Und noch aggressiver, also ich meine, wird ja immer so getan, als sei Putin schon das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also wenn ich höre, dass es da Diskussionen gibt von einigen Intellektuellen in Russland, man sollte dem Westen mal wieder irgendwie die Angst vor der Atombombe beibringen, indem man mal eben eine auf Berlin wirft. Da ist ja, sag mal, da geht noch viel mehr, was noch viel, viel schlimmer wäre als das, was wir jetzt haben. Und deswegen muss man diesen Trend, diese Entwicklung unbedingt stoppen. Also das ist vollkommen irre Kriegstreiberei, die da auf beiden Seiten läuft. Und Sarah Wanknecht sagt es hier völlig richtig. Wenn man will, dass das aufhört, dann muss man Schritte der Versöhnung gehen. Da kann man nicht noch härtere Positionen gegenüber Russland zeigen. Denn Russland wurde bei jedem scheinbaren Entgegenkommen des Westens in den letzten 30 Jahren immer über den Tisch gezogen, immer übervorteilt. Und jedes Mal, wenn Russland hart geblieben ist, dem Westen rote Linien aufgezeigt hat, dann hat der Westen auch auf Konfrontation gesetzt. Und das ist eine Spirale, die sich hochschaukelt und die im schlechtesten Fall im Atomkrieg enden kann. Und das will keiner. Das ist meines Erachtens das elementarste Interesse Europas, aus dieser Konfrontation wieder rauszukommen. Mhm. Auch weil irgendwann wir uns ja auch mit aller Hochrüstung nicht schützen können, wenn so viel Waffen auf einem so engen Territorium aufeinander zeigen, reicht ja irgendwann ein KI-Unfall, eine Fehlsteuerung und dann ist hier nichts mehr bewohnbar. Also deswegen meine Hoffnung wäre, dass wir in Deutschland uns nochmal besinnen, dass auch Frankreich wieder einen anderen Weg einschlägt und dass das die Perspektive eines eigenständigen Europas doch nochmal sein könnte, wo man auch versucht, mit Russland diesen extremen Konflikt, den wir jetzt haben, beizulegen. Ich hoffe, dass Sarah Wagenknecht recht behält.
Das hoffe ich auch und ich hoffe. Ja, das war ein sehr schönes Gespräch. Schaut es euch gerne komplett an. Wir haben jetzt auf die zweite Hälfte reagiert, da wir heute Abend im Stream nicht mehr so viel Zeit haben. Und da ich ersten Teil schon gesehen hatte, aber das ist wirklich sehr, sehr gut, dass Wagenknecht hier immer Gespräche führt. Ich finde gut, auch mit BSW den freien Diskurs aufrechtzuerhalten versucht. Das ist einer der Gründe, warum ich mit dieser Partei sympathisiere, warum ich sie gut finde, warum ich ihr möglichst gute Ergebnisse wünsche. Eben weil sie sich für Meinungsfreiheit einsetzt, weil sie für den freien Diskurs steht. Und ja, die außenpolitischen Ideen, die hier thematisiert wurden, die hatte ich ja schon ausführlich kommentiert. Auch das finde ich sehr, sehr gut, dass das BSW auf Entspannung und Friedenspolitik setzt und diesen ja, völlig absurden Konfrontationskurs gegenüber Russland, der die Kriegsgefahr erhöht, der nicht in deutschem Interesse ist, dass das BSW den ablehnt und sich endlich unabhängiger von den Vereinigten Staaten machen will. In dem Sinne. Ein Like für dieses Video. Ich würde sagen, schaut euch gerne das ganze Gespräch an. Obwohl, habe ich schon geliked. Absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung von meiner Seite.